Moin Leute und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Onomichi, einem kleinen Flussort, der hier auch ziemlich hoch den Berg drauf geht, was ich gerade auch hochkraxe. Hier gibt es so einen Tempelwalk, wirklich gerade dran. Gibt es wieder um die 50, 60 Tempel auf engstem Raum. Recht kleine, paar große. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich hier bin. Sondern morgen werde ich mich auf diese anderen Inseln da begeben. Hier ist der berühmteste Fahrradweg von ganz Japan. Man kann über 80 Kilometer fahren und bis zu 6 Inseln mitnehmen. Ich werde nur Hälfte der Strecke machen. Bisschen gechillter. Ist auch ziemlich heiß hier. Wir haben gerade 30 Grad. Mit ab und zu mal Regen. Aber die Aussicht hier ist natürlich schon mal wahnsinnig genial gut. Okay, das hat sich ein bisschen schwierig herausgestellt. Ich muss hier jetzt hochklettern. Natürlich erwartet einen hier oben ein kleiner Tempel mit schöner Aussicht. Moin Leute, jetzt geht's auf eine Fahrradtour. Ich bin schon mit Fahrrad ausgerüstet. Ich muss nur noch über eine Fähre und dann wird ordentlich geradelt heute. Freut euch drauf! Ersten 5 Kilometer, super Strecke und der Weg hier ist einfach genial gut ausgeschildert. Geht die ganze Zeit so eine blaue Linie lang, kann man echt nicht vermassen. Kilometer, ich schwitze ordentlich. Es ist richtig heiß heute. Wir haben über 30 Grad. Aber durch die Luftfeuchtigkeit ist gar nicht so schlimm und mit Fahrtwind kühlt man gut ab. Ich bin aber schon richtig rot, man sieht's. Und ich glaube, so langsam fängt auch der Sonnenbrand an. Ich habe zwar Sonnencreme, aber es nützt wohl nicht so viel. Na gut, jetzt bin ich hier auf der zweiten Insel schon. Noch 5-6 Kilometer, dann kommt die dritte Insel. Wenn man sich hier so diese Bäume so anschaut, auch diese Brücken, erinnert einen das doch nicht wirklich so an das eine Pokémon-Level, wo man nur so eine riesig lange Brücke lang musste. Und auch die ganzen Sachen wie so eine Vending-Maschine für Getränke oder so. Gibt's doch eigentlich alles in Pokémon Saphir, glaube ich. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich eine Szene. So, 38 Kilometer habe ich jetzt schon geschafft. Selbst erstaunt. Und wir haben gerade mal Mittag ungefähr. Das heißt, Lunchtime. Auf der Hälfte, sehr gute Idee, direkt unter einer Brücke, sehr schön Schatten und das genieße ich jetzt. So, Pause zu Ende, jetzt geht's weiter, 30 Kilometer noch, dann habe ich es echt geschafft. So viel ist es gar nicht, ich habe noch, jetzt haben wir bald eins, bis 5, 6 Uhr sollte ich da sein, also genügend Zeit. Ich denke mal so, bis in 2 bis 3 Stunden bin ich dann da und dann freut man sich doch, wenn man sowas echt geschafft hat. Please.
ziemlicher Endspurt schon. Seht ihr die Brücke da? Das ist die längste Brücke auch hier auf der Strecke. Sie ist 4,1 Kilometer lang. Da muss ich jetzt noch rüber, recht eindrücklich. Und dann bin ich wirklich schon in Imabari. Und ich habe jetzt noch so 13 Kilometer, nicht mehr zu weit, super entspannt. Es ist scheiße heiß. Also wir haben bestimmt, ich muss halt nachher nochmal nachgucken, 32 Grad, 34 im Schatten wohlgemerkt. Und ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Mitte der Brücke. Mega geniale Aussicht. Auf beide Seiten natürlich. So langsam habe ich jetzt noch 9 Kilometer. Ich zähle jetzt echt jeden Kilometer. Ich bin so fertig mittlerweile. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Also für jetzt sozusagen Ende, oh, dann wäre ich so happy. Oder auch schon so für 5 bis 10 Kilometern. Aber ja, zwischen 10 und 20 Kilometern bis, war so das Herz. Jetzt weiß man so langsam Endsport und da geht es jetzt auch hin. Ich habe es geschafft. Da gebe ich mein Bike ab. Hier ist der Bahnhof. Ich bin fix und fertig. Aber ich gönne mir jetzt ein Eis und nehme dann den Zug. So, das war eine sehr kurze 3,5 Stunden Zugfahrt. Und hier in Onomichi ist irgendwie jetzt noch so ein Night Market. Guck ich vielleicht nochmal rüber, vielleicht auch nicht. Ich bin hammermüde. Ach, und damit kommen wir auch zum Abschluss auch von diesem Video. Ich möchte nochmal kurz zeigen, ich habe bestimmt keinen Sonnenbrand. Nein, habe ich nicht. Man sieht es fast gar nicht. Also, es ist ein ganz kleiner Unterschied. Und zum Abschluss möchten wir noch was probieren. Und zwar habe ich das hier im Automaten gefunden. Guck mal, mit Pikachu. Ich weiß nicht, was es ist. Ich probiere es mal. Es ist wahrscheinlich irgendein Fruchtsaft. Ah. Tomatensaft. Ich glaube, da ist auch eine Tomate drauf. Nicht so, wie ich gedacht habe. Aber kann man trinken. Und somit bleibt mir doch nur noch zu sagen, Reisevideos aus Japan sind immer noch Chefsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.